Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir haben unten wieder irgendwas aufgesammelt. Und ich hoffe, hier sind die... Ja, die Steaks sind fertig. Nice. Können wir das hier schon mal da drauf packen. Und... Na komm, wir packen alle erstmal hier hin. So. Dann können wir uns mal ein paar davon jetzt schon gönnen. Oder alle drei. So. Dann sind wir jetzt erstmal wieder gut hydriert und gut gesättigt. Einmal hier wieder auffüllen. So, einsammeln. So. Haben wir. Ah ja, wir brauchen Nägel. Wir brauchen sehr viele Nägel. Und für Nägel müssen wir Schrott haben. Ich hoffe, das wird reichen. Beziehungsweise hier müssen wir auch eben einmal das hier nochmal machen. Für den Bereich. Nein, ich will den hier haben, bitte. Will der nicht dort? Der will nicht dort. Okay. Müssen wir akzeptieren, dass er dort nicht will. So, dann... Oder ich habe eine andere Idee. Das soll ja hier Kapitänskajüte sein. Wir hätten hier Fenster machen sollen. Fällt mir gerade auf. Auch in dem Bereich. Okay, komm. Wir machen hier ein Fenster. Müssen wir nochmal abreißen. Und hier ein Fenster. So wie hier. 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 Und hier. Wo haben wir die Fenster? Da. So. Das war jetzt eher mein Fehler. Dann ist die Frage, wo machen wir die Wände? Ich glaube vielleicht sogar schon hier. Oder hier direkt, dass man dann erstmal ins Kapitänszimmer kommt. Oder den machen wir aber erstmal weg. Und platzieren den mal erstmal da vorne hin. So. Ach, der ist wieder weiß, wenn man den... Die Farbe ist weg. Okay, wir werden den erstmal, solange wir die umplatzieren müssen, nicht nochmal färben. Komm, den platzieren wir auch mal um. Packen den erstmal nach vorne irgendwo. So. Müsste noch wohl reichen, oder? Ja. Dann würde ich sagen, für den Bau machen wir wahrscheinlich eher so. Dann wird das hier quasi das Kapitänsbüro sein und da das Schlafzimmer. Dann brauchen wir hier noch ein eigenes Lumsklo für den Kapitän. Vielleicht machen wir hier sogar nochmal so einen kleinen separaten Räumchen fürs Badezimmer des Kapitäns. Oder hier irgendwie so, keine Ahnung. Jetzt brauchen wir aber erstmal wieder Holz.
Aber es gefällt mir schon hier mittlerweile. Es wird schon langsam. Ja, jetzt haben wir erstmal für ganze zwei Wände wieder Holz. Auf jeden Fall genug. So. Dann brauchen wir hier wieder eine Tür. Oder hier? Ja, komm, hier machen wir das. Und dann wieder eine ganz normale Wand. So. Dafür brauchen wir wieder 5 Holz. Und dann will ich hier, dass eine Treppe von hier so nach oben geht und auf der anderen Seite so nach oben geht. Wo haben wir nochmal die Treppen? Da haben wir die Treppen. Dass das dann eher so sein wird. Ah, so in der Art. Da werden wir auch wieder sehr viel Holz brauchen. Ich hoffe, der hat genug Holz. Ja, den haben wir eingesammelt. Nice. Hm, nicht genug. Aber erstmal müssen wir die Wand dahin fertig machen. Und dann können wir hier anfangen zuzubauen. So, noch eine Planke. Nice. Nur 2 Planken. Wow. Also, den Stein können wir erstmal wieder hier reinpacken. So. Ja, und warte mal, das Bett. Wo war denn das Bett? Hier. 10 Holz. Komm, wir machen zuerst für die Nächte das Bett. Und dann bauen wir oben aus. Ich glaube, das ist wichtiger. Hat höhere Prio. Damit wir endlich mal pennen können. Also nur ein. Okay, schade. Ah. So. Komm, ich hoffe, den kriegen wir auch noch. Ja, geil. Immerhin. Wie viel Holz haben wir jetzt? 8. Und hier auch nochmal ein. 9. So, ich hoffe, wir kriegen bei. Ja, wir haben Palmblatt bekommen, auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir alles für ein Bett. Wir müssen trotzdem hier erstmal hin. Wir haben den ausgewählt. Oha, sieht echt schön aus. Sieht wirklich schön aus. Hinlegen. Werden wir jetzt erstmal nicht machen. Aber es sieht echt schön aus, wirklich. Das sieht ein bisschen falsch aus, das Hähnchen. So. Dann können wir die Schenke mal draufpacken. Oh, wir haben gar keine Planken mehr. So, Schenkel hier rein. Wir haben hier noch jede Menge Steaks, okay. Die wir brutzeln können. Das ist voll. Das können wir erstmal hier hin lagern. Und das können wir wegschmeißen. Das können wir auch erstmal hier hin tun. Das brauchen wir momentan nicht. Das brauchen wir auch momentan nicht. Ui, da kommen wieder Fässer. Nice. So.
Das hat mir jetzt nicht gefallen. Naja, immerhin zwei. Boris, geh weg. Ah, da kommt er schon. Ich hoffe, der hat jetzt nicht versucht, Schnapp zu machen. Ansonsten wären Boris und ich keine Freunde mehr. Ui, die sind fertig. Nice. So, und jetzt nochmal trinken. So, und die Rübe drauf. Ah ja, und Planke rein. Nein. Nein. Hier kann das rein. Und hier kommen die hier wieder rein. So. Dann können wir die hier mal wegschmeißen. Und das können wir wegschmeißen. Dann können wir gleich mal das erste Mal pennen, sobald die Sonne untergegangen ist. Und schauen, wie das dann wird, wie das ist. Fünf Fässer einfach mal hier. Unglaublich. So, den will ich jetzt auch noch erwischen. Daneben. Schade. So, wie sieht es damit aus? Ja, nice. Dahin kommt noch einer. Wir sind hier jetzt, glaube ich, erstmal nur noch mit Fässerangeln beschäftigt. Ah, den kriegen wir wahrscheinlich nicht, aber okay, die Planke wenigstens. Immerhin kriegen wir die Planke. So, und den haben wir auch noch. Ich glaube, bis der fast da ist, dauert es noch. So. Komm, das Klo machen wir hier. Hier kommt dann das Klo hin. Wo haben wir den eigentlich hingetan gehabt? Wahrscheinlich hier, ne? Hier ist es. So. Dann machen wir das hier wieder rein. Können wir das hier auch nochmal auffüllen und das hier hin. Das kann wieder zu einem gemacht werden. Okay. Ich glaube so rum. Oder? Nein. Das muss schon doch so rum, glaube ich. Ach so. Aber jetzt können wir mal schlafen gehen. Okay, geht jetzt die Sonne auf, oder? Ja, dahin geht die Sonne auf. Nice. Okay, wir haben das Rätsel gelöst. So, wir brauchen aber immer noch Holz. Für hier werden wir auch noch jede Menge brauchen. Ui, da war wieder ein fetter Ruckler. So, dann kommt hier nämlich die Wand und hier soll dann die Tür hin.
Nochmal zwei Holz und drei Nägel. Drei Nägel haben wir unten. Die waren ja in der Kiste. Drei Holz. Perfekt. So, hier haben wir jetzt unser Klo. Mit schöner Aussicht. Damit wir hier beim Kacken erstmal schön bewundern können, was wir alles verfehlt haben. Nice. Was gibt es denn eigentlich noch so für Dekorationen? So, hier haben wir Malerei. Das müssen wir auch mal mehr machen. Oder Feuerkorb. Ein Kamin. Wäre auch nicht schlecht. Stuhl. Sofa. Oh, ist auch nicht schlecht. Ein Sofa. Tische. Oh, hier gibt es aber viele schöne Tische. Schränke. Malerei. Motivationssprüche. Die können wir auch nochmal machen. Hilde. Kalender, den haben wir. Rose. Sonnenblume, Monstera, Kaktus, Aloe Vera, Hibiskus. Dann Bücherstapel, zwei verschiedene, offenes Buch und Papierstapel. Dann hier Kerzenständer, okay, finde ich auch nicht schlecht. Lichterketten, Besteck, Becher. Ein Teppich. Flaggen auf jeden Fall werden wir die hier machen und dann schwarz färben. Federkiel. Weltkugel. Uhr. Vorhänge. Plumpsklo, da haben wir ja. Holzbadewanne. Ja, hätten wir vielleicht unser Badezimmer vielleicht größer machen können. Wenn dann eine Holzbadewanne. Scheiße. Noch so eine Insel mit Gulliver. Und wir haben nicht genug, um einen neuen Bogen zu bauen, oder? Ja. Obwohl. Ah, haben wir nicht genug. Ja, egal. Wir sind jetzt eh dann erstmal wegen dem Holz hier. Noch einmal Gulliver zu. Warte mal, wir können auch die zweite Achse eben mitnehmen. Wo habe ich die hingetan? Hier. Die Reserve-Axt. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, dass wir hier landen. Das war jetzt wirklich unerwartet. Gut, dass unser Schiff hier nicht sinkt. Und da ist sogar noch eine Kiste. So, da können wir das wegschmeißen, das wegschmeißen, das wegschmeißen. Und machen hier erstmal alles voll damit. Und die können wir jetzt erstmal uns schön ordentlich reinorgeln.
Na, ja, der wird gleich wieder Jagd auf uns machen. Der macht jetzt schon Jagd auf uns. So. Heribert, ich habe keine Zeit für dich. Ah, nein. Autsch. Da unten war doch noch einer, oder? Ja. Heribert, ich habe wirklich keine Zeit für dich. Ich will nur dein Holz. Ja, der ist jetzt da hinten. Wir ergreifen mal die Flucht von ihm. Nee, Heribert. Ich will nicht spielen. Autsch. Oh. Heribert, ich habe keine Zeit zum Spielen. So, schnell hier runter. Ich hoffe, der sucht sich irgendwie den langen Weg. Ah, oh, da ist er schon. Komm schon, Heribert. Nein. Autsch. Irgendwo habe ich festgesteckt. So. Dann gehen wir mal in die Höhle hier rein. Dann haben wir ein bisschen Zeit zum Regenerieren. Okay, Gulliver ist auch schon aufmerksam auf uns geworden. Ah, okay, das ist die eine Insel, wo zwei Heriberts waren, wo aber kein Gulliver bisher war. Nur diesmal mit einem Gulliver. Okay, komm. Wir... Wo ist Gulliver? Sehen gerade gar nicht. Da kommt er schon. Tschüss. So, ganz schnell jetzt den hier hin. Das weg, das weg. Ja, das könnte auch ruhig ein bisschen schneller gehen, finde ich. Jetzt kommt gleich wieder Boris. Haben die eigentlich auch alle immer für ein Problem mit mir? So, den schnell auch noch. Und den da hinten auch noch. Okay, Gulliver hat uns nicht mehr im Visier. Wir sind zu weit weg. Und dann müssen wir jetzt schnell noch da oben. Ah, okay. Ich glaube, voll werden wir das eher nicht kriegen. Vielleicht finden wir noch irgendwie andere Schätze oder sowas. Keine Ahnung. Erstmal wieder hier hin. Mäh. Habt ihr das gehört? Da ist er ja. Der kleine Rabauke. Danke, Gulliver.
Okay, daneben. Nice. Aber die sind auch unverschämt aggressiv hier, die Tiere. Also ich dachte, hier wäre noch ein Heribert hier oben. Aber eine Kiste, nice. Oh, so viele Planken. Okay, und den hier noch. Autsch. Den habe ich gespürt. So, den hier noch. Und da unten die beiden. Wo ist er denn? Hat er mich noch im Visier oder? Oder doch nicht? Bin ich mir gerade echt nicht sicher. Ich glaube, jetzt hat er mich erstmal nicht mehr im Visier. Gibt es da unten noch Bäume? Da ist Heribert. Okay, wir können wieder gehen. Wir haben hier alles. So. Ab aufs Schiff. Gut, der hat uns nicht erwischt. So gefällt mir das. Dann erstmal alles an Mangos fressen, was es geht. So, jetzt sind wir auch satt. So, kommen wir hier jetzt raus? Na, könnte schwierig werden. Wir müssen selber wahrscheinlich noch ein bisschen mit navigieren. Na, gefällt mir gerade gar nicht. Egal, wir gehen erstmal vielleicht ins Bett. Na, das wird eine Problematik geben. Obwohl, wir kommen hier so langsam raus. Muss ich tatsächlich so machen. Okay. Wir sind raus. Wir fahren weiter. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!